So läuft das nämlich. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Magierdiplome, ja, natürlich. Magierdiplome haben Sie nicht zufällig. Oder vielleicht Einladungen des Erzmagiers. Sind geradeaus. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Bedauerlich. Okay. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Oh, wie deprimiert er halt aussieht. Der arme WoB-Spieler. Wahrscheinlich muss man da irgendwie in den Abfluss irgendwie die Ratte rauslocken. Aber jetzt suchen wir erst einmal unseren Zaubermeister. In einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Pff. Ja. Oh. Was ist denn das für eine Draufsicht? Ui. Ui. Hoch. Kann ich dir helfen? Erstmal alles anpacken. Ah, das ist eine angenehmere Sicht. Was haben Sie für eine schöne Brille? Leute, die Brille sieht ernsthaft merkwürdig aus. Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Wollen lieber zum Erzmagier. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Freunde. Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges. Wichtig? Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Was tragen Sie denn da für eine... Schöne Brille. Schöne Brille. Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Ui. Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? So ist es. So sieht's aus. Nein, so ist es nicht! Oh. Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Oh. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also, wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnom. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus Magie gewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Und drittens, einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nie. Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Echt mal? Nein, es ist... Das ist echt Brüder oder so. Wir kennen uns nur schon verdammt lang. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. 100% Brüder. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger. Sein Idealismus. Er sieht immer nur das Gute in allem.
Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Also wahrscheinlich die Robe und den Zauberstab kriege ich wahrscheinlich beim Krämer. Oder zumindest die Robe, schätze ich mal. Ich bin ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben. Und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Oh. Also das ist wirklich das erste Gebiet, was so ein bisschen größer ist. Was ich auch echt cool, was ich cool finde. Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist... Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Der dafür Magie. Gewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Okay. Kann ich hier in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus. Nicht umgekehrt. Wie in Harry Potter. Frag mal Jorge den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Ja, das ist ja mal. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Cool. Klar, wenn du meinst. Cool. Kannst du mich hier da noch umgucken? Ja, kann ich. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Ach, wir werden ja Schüler. Das ist eine Art Kochnische. Das ist ja alles kein Problem. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Natürlich. Also, wo willst du ihn jetzt wieder fragen? Das ist immer noch die Kochnische. Das ganze Ding ist die Kochnische. Okay. Ja, ein viele Schultisch. Junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden. 3. Ui. Ui. Das war geil. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen. So reingehen? Der Arm ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so ein Portal nie gesehen. Portal in die Unterwelt. Der Arm ist massiv. Kristallkugel. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Sehr einfach mitnehmen. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Haben Sie eine Kugel? Ja, sicher. War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. War ein Werbegeschenk. Jawohl.
Okay, keine Ahnung, was ich mit der Kugel will, aber ich habe eine. Wir haben Geschenke. Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Ja, das ist auch ein bisschen mehr als geschoren. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Sie verbergen etwas, sagt Opa. Ja, sicher doch. Hör mal hier. Karton. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Ach, bedien dich. Danke. Bedien dich, aber hier sonst ist es... Nadel und etwas Garn. Ja, das ist doch genau das, was ich brauche. Und hier sind drei kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Okay. Krank. Leben, Mana, Ausdauer. So wie in jedem guten Rollenspiel. Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Etwas Seife. Ja. Hier, noch ein Schafskopf. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Ui. Ui. Dieses Ui ist voll gut. Kühe. Kleine, wollige Kühe. Ja. Genau. Mit uns irgendwas hier? Das ist eine Tafel, die wir uns angucken können. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Stimmt. Theoretisch. Eine echte Tafel für eine Zaubererschule. Mit dem Kopf sieht sie fast lebendig aus. Sie ist lebendig. Oh, Scherz. Tatsächlich? Ja, und mit magischer Kreide beschrieben. Ach. Ich hab's gewusst. Wahrscheinlich doch nicht. So, okay, das war's. Das war der Dialog. Interessant. Okay, dann gehen wir jetzt noch raus. Na, warte, du. Du. Hm. Was ist denn da los? Ach, lol. Wow. Ein super Schurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Oh mein Gott. Ich kann ja sagen, das sind so 100% alles Filmzitate, aber ich bin leider Gottes nicht so bewandert in Filmen, weil ich nicht so viele Filme gucke einfach. Neulich. Mag ich ja mal so sagen. Ach, dann ist ein kleiner Stab. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist, aber er ist... Kann eine sehen. Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut. Ich kann die einfach trinken, ne? Andererseits, was soll schon passieren? Eigentlich müsste er nur durchs Leben trinken. Was soll schon... What could possibly go wrong? Hey, Ringbunk haben. Nichts. Ja, ne? Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Keine Ahnung, was er bewirkt. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Guck doch mal nach. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Oh, hoffentlich Flugzeug. Nicht. Ich darf noch keinen Alkohol trinken. Oh. Was ist denn mit dir? Geht wieder. Okay, die Tränke scheinen wirklich nur Funfact zu sein. Trank. Ich habe keine Idee, was er bewirken könnte. Weil ansonsten könnte ich die ziemlich sicher nicht hier so raushauen. Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Das ist besser, ne? Ja, einen winzigen Schluck. Alles wird größer. Zack, die ganze Pulle weg. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Ah. Ein Weltvergrößerungstrank, ja. So sieht's aus. Okay, damit kann ich dich kleiner machen. Das kann natürlich wirklich mal sinnvoll werden. So, was ist denn, wenn ich mir die Karte angucke? Das ist... Moment, hä? Achso, das ist die untere Teil der Stadt. Das ist der Kaki-Sumpf. Wo wir noch gar nicht hinwollen. Also, ich kann da jetzt auch einfach so hingehen. Quietsch. Krachen, das gibt's gerade. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und